Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. 7.12.2016. Eure Zeitlinie in die fünfte Dimension wählen. Übersetzt von Altana. Der Link zu der Textversion befindet sich in der Videobeschreibung. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir sind sehr erfreut, mit euch allen verbunden zu sein. Wir haben so viele Schritte unternommen, wie wir können, um den sanftesten möglichen Übergang für die Menschheit zu sichern. Wir haben an diesem Punkt nur Ratschläge und Vorschläge für euch. Es gibt eine Gelegenheit für euch alle, vollständig innerhalb der nächsten Monate zu wechseln. Dies ist eine kollektive Entscheidung, die ihr macht. Und ihr werdet ebenfalls als Individuum entscheiden, ob ihr in dieser Zeitlinie mit diesem Kollektiv sein wollt. Ihr könnt euch entscheiden, mit einem Kollektiv zu sein, das es ein wenig langsamer angeht. Das liegt ganz an euch. Nun hören wir uns euch alle sagen, dass ihr in dieser Zeitlinie sein wollt, die am schnellsten dahin führt. Aber ihr müsst ebenfalls bedenken, ob dies eurer Entwicklung dient. Deshalb bedenkt die beste mögliche Zeitlinie für euch. Anerkennt, dass ihr als euer Ganzes in die fünfte Dimension gelangen wollt. Als euer hohes Selbst. Ihr wollt kein Gepäck mit euch bringen, das sich dann in einer exponentiellen Rate manifestiert, so dass ihr euch auch weiterhin durch das durcharbeitet, durch was ihr euch durcharbeiten müsst als ein vierdimensionales Wesen. Es gibt keine Zeitlinien, die erfordern, dass ihr etwas tut, um in ihnen zu sein. Es geht nicht darum, etwas zu tun, um dorthin zu gelangen, wo ihr hin wollt. Es geht darum, die Essenz dieser Zeitlinie innerhalb von euch zu fühlen. Es geht darum, die Zeitlinie zu werden, die ihr erfahren wollt. Und sobald ihr diese Entscheidung trefft und ihr die Energie dieser Zeitlinie spürt, werdet ihr mit all dem Gepäck, das ihr habt, konfrontiert. Und ihr werdet das, was immer euch energetisch niedrig hält, durcharbeiten und klären müssen. Sobald ihr eure verschiedenen Anteile zusammensetzt, werdet ihr herausfinden, dass innerhalb von euch eine Stärke ist, von der ihr vorher nicht gewusst habt, dass ihr sie habt. Ihr werdet feststellen, dass eure Fähigkeit, eure Schwingung zu erhöhen, niemals stärker abgestimmt war. Ihr seid jetzt alle an dem Platz, an dem ihr höher frequente Informationen und Downloads empfangen könnt. Und ihr seid bereit, das zu nutzen, auf das ihr zugegriffen habt, um euch zu der neuen Zeitlinie zu bringen, die euch am meisten dient. Es geht immer darum, euren Weg dorthin zu fühlen. Es geht immer darum, zu entscheiden, welche Art von Realität ihr erfahren wollt und welche Art von Person ihr sein wollt. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, mit euch verbunden zu sein.